Hola, hier ist wieder eure Creativeness und heute schauen wir uns mal die Papiere an, die ich mir bei Gerstikerer gekauft habe, also diesen Probierpack, da ich in den Kommentaren unter meinen Haul gefragt wurde, ob ich dazu mal ein Video machen könnte, weil die Person nicht so richtig wusste, was sie darauf verwenden kann. Und das schauen wir uns heute gemeinsam mal an und dafür brauchen wir natürlich die Papiersorten, die unterschiedlichen. Und dafür werden wir immer dasselbe Motiv verwenden, aber halt mit unterschiedlichen Papieren, diesen hier, und unterschiedlichen Kunstmaterialien. Ich bin gespannt, wie die 5 Ergebnisse dann am Ende aussehen werden. Und vielleicht wird es ja eine ganz schöne Bilderreihe mit demselben Motiv eben. Deswegen ist das heute unser Plan und ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich verlinke euch die Papiere nochmal in der Infobox, wie immer, und auch die Materialien, die ich am Ende verwenden werde. Das Nummer 1 Papier, das ist für Skizzen gedacht und hat 90 Gramm pro Quadratmeter. Also das ist mit eins der dünnsten Papiersorten von Gerstikerer. Und das ist halt für Skizzen eben gedacht. Deswegen werden wir darauf mit Bleistift arbeiten. Und dann lasst uns auch direkt anfangen. Als erstes habe ich mir ein Motiv gesucht und das ist eine wunderschöne Seerose geworden. Als allererstes habe ich mir dazu natürlich eine Skizze angefertigt. Und diese habe ich dann weiter ausgearbeitet, wobei das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, weil es ist ja Skizzenpapier, deswegen hätte allein das eigentlich schon gereicht. Aber ich arbeite ja gerne meine Zeichnungen immer aus, weil ich immer einen wunderschönen Outcome sehen möchte und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze auch noch auszuschraffieren. Und dabei konnte ich nichts Negatives feststellen, es hat sich super auf dem Papier arbeiten lassen und ja, eigentlich für Skizzen arbeitet man ja auch gar nicht so detailliert, deswegen ist es auch nicht schlimm, dass das Papier sich etwas gewellt hat, aber das liegt ganz einfach daran, dass das Papier so dünn ist. Denn das Papier ist ja nicht dafür gedacht, dass man sein fertiges Kunstwerk darauf bringt, sondern nur die Skizzen dazu und deswegen hat es seinen Zweck erfüllt und es gibt nichts Negatives auszusetzen. Und nochmal eine kleine Anmerkung in Bezug auf alle Bilder, die ich hier male. Ihr dürft natürlich auch andere Kunstmaterialien auf den Papieren verwenden. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und macht das, worauf ihr Lust habt. Also ich wollte euch hiermit nur eine kleine Anregung geben, wofür ihr die Papiere verwenden könnt. Und das war natürlich die perfekte Gelegenheit, um die Papiere auch allgemein zu testen. Nachdem ich dann die erste Zeichnung fertig hatte, habe ich das Motiv nochmal auf die 4 anderen Papiere übertragen mit meinem Lightpad. Einfach weil ich keine Lust dazu hatte, dasselbe Motiv 4-mal zu skizzieren und deswegen habe ich vielleicht ein bisschen geschummelt, aber im Endeffekt habe ich es mir damit leichter gemacht und natürlich sehr viel Zeit damit eingespart. Dann haben wir das Nummer 2 Papier. Das hat eine Dicke von 125 Gramm pro Quadratmeter. Und da das fürs Zeichnen gedacht ist, dachte ich, können wir da ein kleines Buntstiftbild drauf malen. Und natürlich habe ich hierfür wieder meine wunderschönen Polychromos verwendet. Was kann ich zu diesem Papier sagen? Also es hat sich natürlich super auf diesem Papier arbeiten lassen und die Polychromos haben sehr, sehr schön harmoniert mit dem Papier. Der einzige Punkt, der mir lieber gewesen wäre, ist, dass ich das Papier gern etwas dicker gehabt hätte. Also im Vergleich zu dem Canson-Papier, was ich derzeit verwende, ist das Gerstikerzeichenpapier etwas dünner mit 125 Gramm pro Quadratmeter und das Canson hingegen hat 160 Gramm. Also da merkt man dann schon einen Unterschied, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, je nachdem, ob man lieber auf dünnerem Papier arbeitet oder auf dickeren und ich arbeite halt gern auf etwas dickerem Papier. Ich habe jetzt zwar nicht super genau gearbeitet bei dem Bild, aber einfach weil ich nicht so viel Zeit investieren wollte, aber ich bin trotzdem super zufrieden mit dem Ergebnis und es kann sich doch sehen lassen.
Dann haben wir noch den Nummer 3 Block. Und der ist für Aquarell gedacht. Deswegen werden wir hier ein kleines Aquarellbild malen. Das Papier hat da eine Dicke von 200 Gramm pro Quadratmeter. Also das ist etwas dicker, denn man arbeitet ja mit Wasser. Und damit sich das Papier nicht so schnell wälzt, muss das natürlich auch etwas dicker sein. Also bei dem Papier kann ich sagen, dass ich finde, es hat eine super schöne Struktur. Und auch hier konnte ich wirklich nichts Negatives feststellen. Das Papier hat erstens dem Washi-Tape gut standgehalten, was ich hier aufklebe, weil billige Papiere reißen selbst mit Washi-Tape schon. Aber das Problem konnte ich hier nicht feststellen und ich habe hier wirklich gutes Washi-Tape verwendet. Und ja, auch als ich den Hintergrund lasiert habe, hat das Papier recht seine Form behalten. Natürlich hat es sich etwas gewellt, weil man arbeitet halt mit Wasser, logischerweise. Da wellt sich das Papier dann auch. Aber es hat dem Ganzen wirklich gut standgehalten, obwohl ich am Ende sehr viel Wasser verwendet habe. Was jetzt meine Aquarellkünste angeht, da muss ich noch ein bisschen üben. Aber ich verwende Aquarell jetzt auch nicht so oft. Früher habe ich mal oft mit Aquarell gemalt, aber mittlerweile irgendwie nicht mehr so viel. Deswegen müsste ich da noch sehr viel üben. Aber dafür, dass ich so lange Aquarell nicht mehr verwendet habe, bin ich sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Bloß den Hintergrund hätte ich vermutlich nicht so gemacht. Also den würde ich jetzt vermutlich anders machen, weil der mir einfach zu schwer aussieht im Vergleich zu der wunderschönen Seerose. Aber ihr werdet das ja gleich selbst nochmal sehen und könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Gerne auch zu den anderen Bildern. Ich freue mich über jede Meinung und jeden Tipp. Dann haben wir noch den Nummer 4 Block. Das ist ein Kraftpapier, keine Ahnung, ob man das Englisch oder Deutsch ausspricht. Und das ist auch wieder 90 Gramm pro Quadratmeter dick, also wieder etwas dünner. Und da habe ich mir gedacht, also wie man auf dem Bild schon sieht, ich glaube, die haben da auch dasselbe verwendet. Also ich denke, hier wäre es schön, wenn man mit Kohle drauf malt, weil der Kontrast zu dem braunen Papier und der schwarzen Kohle, denke ich, sehr schön aussehen könnte. Ja, und ich finde, dieses Bild hier auf dem Block inspiriert einen auch dazu, mit Kohle zu arbeiten. Ich habe ewig lang nicht mehr mit Kohle gearbeitet. Ich bin gespannt, ob das überhaupt gut aussehen wird. Ja, also da ich das letzte Mal Kohle in der Schule verwendet hatte, musste ich erstmal meine ganzen Kohlesachen raussuchen und da habe ich diesen Kohlestick gefunden und habe gleich erstmal die Sachen ausprobiert, wie die sich verhalten. Dann diesen Kohlestick, der ist etwas heller als der dicke, den wir gerade gesehen haben. Und dann habe ich noch, der kommt gleich, so einen schönen Kohlezeichenstift. Davon bin ich ein großer Fan. Hier ist er. Der ist zwar auch schon zerbrochen, also jede Kohlestücke, die ich habe, sind zerbrochen. Warum auch immer, fragt mich nicht. Und dann habe ich noch so einen Blender gehabt, um das Ganze zu verwischen. Und ich muss sagen, obwohl ich so lange nicht mehr mit Kohle gearbeitet habe, hat das Ganze wirklich Spaß gemacht. Und ich bin auch zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich hätte nicht gedacht, dass man ein schönes Kohlebild malen kann. Zumindest ich nicht. Deswegen werde ich vielleicht häufiger mal Skizzen damit machen, da das wirklich entspannend war, da man nicht so detailliert arbeiten konnte, was mir vielleicht auch ganz gut tut mit meinem leichten Perfektionismus beim Zeichnen und dass ich jedes Detail übernehmen will. Und deswegen war das super entspannt, hier mit Kohle zu arbeiten. Und auch das Papier, ja, das hat sich super drauf arbeiten lassen. Und ich finde auch, dass dieser schwarze Kontrast zu dem braunen Papier super schön aussieht. Also da habe ich eine richtige Entscheidung getroffen.
Und dann, last but not least, haben wir den Nummer 5 Block. Der ist für Multimedia gedacht und das Papier ist 160 Gramm pro Quadratmeter dick. Das heißt, es ist auch etwas dicker, weil man theoretisch könnte man da halt mit jedem Medium drauf malen. Also das ist einfach, wenn man verschiedene Malmittel mixen möchte. Und da weiß ich noch nicht, vielleicht arbeiten wir mit Gouache oder so drauf oder wir machen was mit Feinlinern, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Deswegen, da lassen wir uns überraschen, auf was ich am Ende komme. Nix mit Gouache. Am Ende habe ich meine alten Aquarellbuntstifte gefunden und dachte mir, bevor die hier in meinem Schubkasten vergammeln, könnte ich die ja mal wieder verwenden. Und das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, da es super Spaß gemacht hat, mit denen zu arbeiten. Ich habe die gar nicht so gut in Erinnerung, ehrlich gesagt. Die sind von Koinor. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Das ist auf jeden Fall eine tschechische Marke, soweit ich weiß. Und ja, da habe ich das Ganze erstmal so ein bisschen grundiert und die Schattierungen eingearbeitet. Das Ganze musst du jetzt natürlich nicht so krass ausarbeiten, da das Ganze ja dann eh vermalt wird. Und deswegen war das auch wieder sehr entspannend, genauso wie die Kohlezeichnung. Und ja, ich finde es toll, wie die Videos mich immer dazu bringen, alte oder neue Sachen auszuprobieren. Und man findet tatsächlich immer wieder Dinge, die einem gefallen und die man sonst wahrscheinlich nie verwendet hätte. Also ich weiß nicht, wann ich diese Stifte das letzte Mal verwendet habe. Genauso wie die Kohle. Also es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Video hier zu machen, auch wenn es etwas gedauert hat. Und ja, dann habe ich das Ganze mit dem Tombow mit diesem Tombow Fineliner nachgezogen. Das ist einer meiner Lieblings-Fineliner. Und habe dem Ganzen so nochmal etwas Tiefe gegeben und das Ganze mit einem Mikron-Fineliner, ich glaube das war die Größe 01, nochmal schattiert und schraffiert. Und dieses letzte Bild hier ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbilder geworden. Auch wenn es nicht so farbintensiv ist, aber einfach, weil ich mal in einem ganz anderen Stil gearbeitet habe und wie gesagt, der Zeichen- und Malprozess super entspannend war. Zusammengefasst kann ich sagen, dass die Papiere wirklich super qualitativ sind und wenn man nicht die teuersten Papiere kaufen möchte, dann bieten die sich wirklich sehr gut an. Gerade das Aquarellpapier und das Multimedia-Papier gefällt mir sehr gut. Wie auch das Kraftpapier, aber gerade beim Zeichenpapier würde ich trotzdem bei meinem alten Papier bleiben. Aber wie gesagt, sie sind eine super preisgünstige bzw. Preis-Leistungs-Verhältnis gute Alternative im Vergleich zu anderen teuren Papieren. Also, dass ich mir damals diesen Probierpack mit dazu bestellt habe bei meinem Haul, war eine sehr gute Entscheidung. Einfach, um die Papiere auch mal kennenzulernen. Schreibt mir doch in die Kommentare, welches Bild ihr am besten findet und welche Kunstmaterialien ihr noch verwendet hättet. Und Entschuldigung, dass letzte Woche kein Video kam, aber ich habe einfach so lange an diesen Bildern gearbeitet und ich wollte mich dann auch nicht unter Druck setzen, weil Quality geht vor Quantity und deswegen gab es letzte Woche kein Video. Ich werde mich mehr anstrengen die nächste Zeit. Aber ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben oder abonniert auch meinen Kanal. Ich freue mich wie immer sehr darüber und bis zum nächsten Video, eure Creativeness.